hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goodbye Deponia hier auf dem Kanal des Ulmfreundes. Und ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten, denn wir werden jetzt in der neuen Szenerie. Das war hier. Stimmt, im Sumpf. Wir waren im Sumpf. Mit den kleinen Balgern und der hässlichen, widerlichen Hexe. Wir haben noch gar nichts ausprobiert wahrscheinlich, ne? Was können wir machen? Zur Laterne? Was können wir hier zum Nachtlager? Was ist denn, wo kommen wir denn her? Zum Nachtlager? Oh. Du spinnst, Rolfi. Wie johlen? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Ja. Also, riesige Fressen, mit Kinder fressen das Schleimmonster. Ja, zum Glück haben wir keine paar Kinder dabei, ne? Wir können sogar mit ihm interagieren. Was können wir hier machen? Noch nix. Da. Ideale Stelle für ein Nachtlager. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar, es ist windgeschützt. Überdacht? Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Idchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Und die Greifwerkzeuge. Und die langen Beine. Oh. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey. Meckerkatze24.de. Oh, Meckerkatze. Sollen wir jetzt googeln? Naja, mach ich später. Was haben wir denn hier? Wir haben ganz viele Steckdosen. Und wir können hier hoch und können einen mysteriösen Hebel betätigen. Jetzt ist Strom an. Super. Genau. Easy. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Ja, dann ertastet ihr doch mal ein bisschen den Strom. Die ist an der Sicherung am besten. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Komm mal mit. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Okay, wir brauchen also noch drei weitere Sicherungen. Was läuft noch in der Klotze so? Entweder die wiederholen gerade die zweite Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle oder der Kasten ist aus. Ja, was denkst du denn wohl? Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. War es ein ekelhaftes Geräusch. Hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Ja, geil. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Viel zu kalt. Oh, wie können wir hier? Achso, das sind die Kinder. Hansel? Antenne. Ach nee, Kinderantenne. Ja. Ja, hier können wir noch nichts machen, weil ich habe ja noch nichts, ne? Dann. Oh, was ist da?
Nein! Stimmt, ich habe noch gar nicht nach Eiern gesucht. Aber zum Glück haben wir jetzt eins gefunden. Gut, dann gehen wir mal zurück und sammeln ein paar Pilze ab. Dann kommen wir. Nee, wir kommen wahrscheinlich dann hier von der Laterne, wie das hieß. Die Laterne. Wie sie alle hinterher dackeln. Genau, von der Laterne kommen wir alle. Und hier gab es ja nichts mit so Dingsen, ne? Hier konnte man ja nichts machen aus dem Fenster. Draußen ist so ein schöner Tag. Ich hänge hier in der Gosse rum. Können wir vielleicht mit den Leuten interagieren? Das heißt, wenn ich jetzt hier... Ich wechsle jetzt mit dem zum anderen Rufus. So, zu dem hier. War das der? Nee. Das war der hier, oder? Ja, genau. Wenn ich jetzt mit dem Rufus... War doch der Gulli da. Da reingucke. Huhu. Keiner da. Ah, okay, aber woanders. Was ist doch der Rufus? Aber der ist ja jetzt auf der Station gefangen. Hm, okay. Wollen wir doch erstmal mit dem hier weiter. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich finde, das war unten an der Position mit dem Rufus, der in die Kisten wollte. Aber der wurde ja geschnappt. Genau. Nehmen wir uns mal so einen Pilz mit. Aua! Alter! Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen, dass dieser Pilz hier vollkommen ungefährlich ist. War das eine kleine Rakete, die da rausfliegt? Okay. Fresse jetzt! Aua! Es reicht! Sag mal, du vermaledeite Hexe, du. Du kriegst gleich einen auf die Pfandhex, du kriegst einen auf die Fräse. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne. Falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Schlupftüten, okay. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Auf ewig. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung. Seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Auf ewig. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotti an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Ja, ich weiß gar nicht, will gar nicht wissen, was sonst für Düngemittel in der Kanalisation ankommen. Sie haben also 5 Slotti? Ja. Alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotti. Und im Augenblick gehören sie mir. Hm? Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, verstehe. Ja, genau. Es ist immer so. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotti. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Psst, jetzt. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. Wie war denn die Mutter? Mmh, yummy, 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 lecker Kinderchen. Yummy, 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 lecker Kinderchen. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden.
Ach, du bist nichts zu gebrauchen, dumme Hexe. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Hat der. Ist ja widerlich. Da oben ist doch ein Pilz, den wir mitholen können. So, was ist das denn mit den Pilzen? Jetzt halt die Fresse! Aua! Da ist ein Ei. Da ist ein Ei. Ich sehe es doch. So. Gut, dann können wir hier nichts mehr machen. Dann gehen wir mal weiter. Dumme Hexe, du, ey. Jetzt sind wir hier. Guck mal, das Äffchen lässt den Drehorgelspieler orgeln. Das hat man auch noch nie gesehen. Und hier ist Einstein. Der sah aber mal besser aus früher. Cool. Wir können so viel interagieren hier in der Kanalisation. Das ist geil. Sprosse. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Alter. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Mitschnacker? Der ist ja kaum. Was ist, wenn wir jetzt weggehen? Ah, kommen die mit. Oh, ich dachte, ich kann jetzt bei denen lassen. Wer ist er denn, Alter? Der sieht sehr vertrauenserweckend aus. Der will den Kindern bestimmt nur helfen. Oh, jetzt ist er weg. Können wir nochmal mit ihm reden? Hallo? Ah, ne, er kommt nicht mehr. Warte jetzt, ich muss ihn nochmal herbeilocken. Na los, ihr kennt Rusch. Hey. Ihr kennt das Spiel. So, jetzt erwischen wir ihn. Was willst du von meinen Kindern? Hallo? Darf ich mit ihm reden? Mit Rusty? Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in dein Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dir ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat ja, nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja, eigentlich. Ich zuerst, aus dem Weg. Nein, tu das nicht. Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier, direkt vor Ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Oh. Niedliches Pelz. Nein. Nein. Ich will es nicht. Ich will nicht. Ich will es gar nicht streicheln. Was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um. Gar nicht. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Ich bin sowieso gerade fertig. Und? Was und? War super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Uhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann will ich lachen. Alter, können wir noch mal zu dem her? Klopp-Klopp-Typen? Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Hey! Was soll denn das? Nenno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken.
aber ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Oh, nee. Was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja an. Na doch. Nein, nun mal aufmachen. Kein Grund. Und? Was? Zwar sieht ihr und ich? Ich glaube, du bist doch nur das nächste Mal. Wirst du ein Abdruck, ein Abdruck müssen wir machen. Vielleicht mit dem Papier von oben. Wir können jetzt mal wechseln. Warte, jetzt will ich mal kurz ausprobieren. Ah ne, das war der falsche. Das war nämlich dieser Rohfuß. So, hier. Jetzt gucken wir mal rein. Keiner da. Doch, wir sind doch da. Können wir irgendwie hier die Antenne runter tun? Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich werde es garantiert nicht einfach... Ich denke, wir können die unten auch gebrauchen, anstatt für den Fernseher. Na naja, gut, dann gehen wir... Was war es? Kurbel? Kurbelauswurfknopf, Wagenheber. Wir reden mal mit dem Äffchen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Boah. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Das ist aber ganz schön gereizt. Lass das! Ich glaube, das ist gar kein Äffchen. Oder es ist durch irgendeine chemische Zusammensetzung anders geworden. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken. Aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotti. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Wir brauchen 5 Slotti. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Wagenheber? Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Ja, was wollen wir denn kurbeln? Was könnte das nur sein? Eine Kurbel vielleicht, aber wir haben ja nichts. Okay, dann mit dem Türsteher. Darf ich einfach mal rein? Almighty, was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten. Ja, das hat Papst auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann... gerissen. Oh. Also mit den Kindern im Schlepptau können wir da nicht rein. Was ist, wenn wir nach oben gehen? Dann sind die ja beschäftigt. So, ja, geh da hoch. Push. Ah, jetzt kommt der Mann nicht mehr raus. Schade. Aber egal, wir haben ja hier noch Goon. Hallo, Mr. kleiner Freund. Ich habe mir schon gedacht, dass du es bist. Goon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Goon. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe 3 verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß. Du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur, Seilbahnhof. Ha, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber Goon. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Aha, der alte Goon hat seine Freundin getroffen. Aber wir wissen ja, dass Goon Kronk ist. Das kennt man ja, Kronk. Aber ist June auch Pandoria? War das damals schon so? Und die haben es ja lange, so wie ich das irgendwie teilweise mitbekommen habe, weil ich verfolge das ja natürlich nicht so ganz krass,
lange verheimlicht, ne? Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle, ein wärmendes Lagerfeuer, Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Goon nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Oh, wie schön das alles klingt. Aber wie schön es auch geschrieben ist, weil das Gespräch mit den Goon über die alten Zeiten. Alles komplett verdreht. Das mit dem Therapeuten. Ey, wunderschön. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und Stand jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Der war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Ja, ist eine sehr gute Idee. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knick, knack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat noch mal so richtig einen Neustart bekommen. Schöner Neustart, ja, von Anfang an. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge, uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Portafisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Goon, was ist denn los mit dir? Ja, der Goon, der hat ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Goon. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Goon, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Goon, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, 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 nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist.
Ja klar, glücklich im Rinnstein, ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst, ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Goon? Goon, zitterst du etwa? Oh, halt mich. Oh, der Arme. Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Goon. Oh, wir werden sein Leben kaputt machen. Indem wir ihn im Heizstrahler klauen. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andern Mal. Vielleicht. Wir müssen den Heizstrahler bekommen. Der muss uns gehören. So, können wir jetzt ans Fenster da oben gehen, ans Gitter? Rufus, bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentief tauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Bozo getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Hab ich's mir schon gedacht. Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Hab ich mir schon fast gedacht, denn wenn wir hier auf Dingens gehen, dann haben wir ja hier auf das mal die Zahnbürste irgendwie an. Ne, jetzt nicht mehr. Andersrum geht das. Es geht nur nach unten. Ja, aber ich habe ja hier die Zahnbürste und die kann ich hier rübergeben. Warum auch immer. Das ist ja keine Zahnbürste. Wie kann ich denn die Gegenstände rübergeben? Wo ist denn das Interface? Ich gehe mal kurz in die Einstellungen. Einstellungen. Das Interface. Gegenstand durchhalten mit R1, ja. Gegenstand übergeben mit Dreieck. Fast schon gedacht. So, weiter spielen. So, und dann hier mit R1, genau. So, der kriegt erstmal jetzt die Antenne. Und er kriegt das Blatt Papier. Und. Ja, sonst, glaube ich, gibt noch nichts Sinn. Oder? Ein schönes Bild machen. Glaube ich, ist er da oben. Den Brief. Wüsste ich jetzt nicht, warum ich den unten gebrauche. Was war das? Ein Papierflieger mit Strick. War ich jetzt auch noch nicht? Ein Schild. Babyfon. Egal, gehen wir einfach mal unten hingucken. Denn ich glaube, das haben wir jetzt bekommen. So, wir holen jetzt erstmal den Abdruck. So, hallo, Mr. Kerl. Das lasse ich lieber im Mantel. Möchte ich rein. Was? Ich, ne? So, schwupps. Was soll denn nur ich wollte? Aber. So, dann holen wir uns den Abdruck jetzt. Was tun Sie denn da? Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören! Sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen! Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Und? Haben Sie jetzt einen Beweis? Und ab! Was? Ach ja? Und was soll das bitte darstellen?
Hier, ein Nietzsche-Welpe, ein possierliches Miesekatze, Miezekatze. Ein entzückendes Miezekätzchen. Ach ja? Ja. Hier ist der Kopf und da ist hinten. Und was ist das da? Schnurrhaare. Am Hinterteil? Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Schnurrhaare. Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Ach ja? Meines Wissens gibt es Wollschnabeltiere nur in Australien und Schottland. Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Ein niedlicher Welpe. Ein niedlicher Welpe. Ach ja? Was für eine Rasse. Aua, Dackel. Haben die nicht eine viel kürzere Schnauze? Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Ach, jetzt komm schon. Ein possierliches Vögelein. Das soll ein Vögelchen sein? Na klar, guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel, hier die, naja, die sind da. Jedenfalls ein Vögelchen. Ist es jetzt wirklich ein Vögelchen? Abdruck. Können wir den auch wieder nach oben geben? Es ist gerade so spannend. Es ist gerade so spannend. Wir konnten nach dem oben geben? Ah doch, ja, hier. Aber jetzt bin ich schon wieder über der Zeit, würde ich sagen, was ich damit mache. Weil jetzt können wir ganz viel durchtauschen und ausprobieren. Sehen wir in einer nächsten Folge von Goodbye Deponia. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Schalt einfach morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Ulm Freund Deponia. Juhu!